So, die Fraktion hat sich aufgelöst. Das war aber nicht die Unabhängigkeitsfraktion, das waren wieder die Populisten. Ah, Frühgeburt. Ah, sehr schade. Na gut. Von der Wiege bis zur Bade ist der Suff das einzig Wahre. Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd, nur heute ist es umgekehrt. Sieh schon. Seit der Diesel 18 ist, geht's bergab hier. Das ist ja unglaublich. Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? Es hat ja Zeit. Ist das ein Trinkspruch, Flutbad? Dann verstehe ich ihn nicht. Ah, das war so, ne? Hoch und weit wahrscheinlich, ne? Eine Lesung mit dem Rolandslied. Eine hervorragende Wahl, sagt sie. So, Entkommener, Unfreier. Unfreier sind Teil des Lebens in der nordischen Kultur, ja. Letzte Nacht beschloss einer dieser Unfreien, dass er sein Dasein satt hat und floh. Eine Beschreibung rausgeben, wir könnten 150 Prestige und Gold bekommen. Zurückbekommen, weil wir das schon verloren haben. 46% hier, 43%. Hier auf alle Fälle 150%. Und er würde einer Rivalität mit uns näher kommen. Ja, wir machen das hier. Wir machen das hier. 150 Prestigepunkte in jedem Fall. Wir bekommen auch noch Kohle von Asbjörn und der Asbjörn ist halt ein bisschen sauer auf uns. Aber hey, das sollte mir egal sein. Wir haben 1700. Und können in einem Jahr dann noch ein bisschen was. Vielleicht in einem Jahr schaffen wir sogar die 300 Punkte noch zu bekommen. Die Dienstboten wurden entlassen und unser Bett wurde prächtig dekoriert. Sehr gut. Also, wir haben Hochkönigin Pereslava beschlafen. Das Komplott wird beendet und hoffentlich kommt noch ein oder zwei Nachwuchskinder nach. Nachwuchskinder? Noch ein, zwei Kinder nach. Man sollte eigentlich Prestige bekommen, wenn man Kinder bekommt. Ja? Weil Kinder sind ja auch Prestige. Würde ich einfach mal behaupten. So. Meine Schwester Asa schmiedet Ränke. Das Opfer mein Gast Eirik. Dass die sich nicht alle lieb haben können. Was ist denn hier los? Was macht den Bayern hier oben? Das Königreich Bayern hat sich in Schottland eingenistet. Kurze Pause. Krieg erklärt. Wer denn schon wieder? Ach, schon wieder die Nordmannen? Muss ich die schon wieder bezahlen? Oder wir verprügeln die. Jetzt hätten wir eigentlich hier die Manpower. Jetzt ist es... Also jetzt werde ich aber nichts hier, ne? So nicht, nachdem er jetzt schon wiederkommt. Diesmal nicht. Einmal habe ich ihm nachgegeben. Nicht heute. Vielleicht können wir ihn sogar gefangen nehmen. Wir müssen nur gucken, dass wir relativ weit weg erstmal unsere Truppen sammeln, bevor wir dann hier angreifen. Oh, wir haben eine neue Fraktion. Die jemanden anderen auf den Thron bringen möchte. Waldemar von Schweden auf den höhen Thron. Und zwar angeführt von König Waldemar. So ein Zufall, dass er sich selbst auf den Thron bringen möchte. Wer ist das denn? Neffe. Deswegen gebe ich immer normalerweise die Sachen nicht an die Verwandten, ne? Weil die sind immer so gierig. Jedes Mal fällt dir das vor die Füße.
Und wenn du das Unbekannten gibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach viel geringer, dass die hier irgendwelche Ambitionen hegen. Na gut, wir werden mal den Oberhäuptling Ordot beeinflussen, damit der sich wieder entfernt aus der Fraktion. So, also jetzt kommt hier nochmal die Meldung. Stelle ich mir auch schön vor, ein Hühne eines Mannes, der einem Mann mit Narrenkappe wieder mal, einem Zwerg mit Narrenkappe gegenübersteht. Also, er bekommt natürlich keine Kohle. Wo kommen wir denn da hin? Er kämpft auf althergebrachte Weise gegen die Nordmänner. Wenn wir das hier oben wählen für 40 Anspannung, dann würden wir auch noch 150 Prestige bekommen. Das heißt, ich bekomme aber wieder eine Anspannungsstufe. Ach Mensch, habe ich denn keine Möglichkeit, Prestige zu bekommen? Ohne Anspannung. Also, wir werden Anspannung einfach mal annehmen, das passt. 150 Prestigepunkte sind 150 Prestigepunkte. Nehmt mich beim Wort. Zurück in die gefrorenen Höllenlande, eurer Heimat, Abschaum. Pause. Dann, die Truppen sind schon fast soweit. Haubi, dankeschön für den Raid. Mensch, Haubi, jetzt habe ich gerade vorhin noch nachgeguckt. Eigentlich wollte ich dir meine Leute rüberschicken, wenn du noch ein bisschen länger gebraucht hättest. War das Spiel nix oder was ist los? Hallo Stanze, hallo Bonnie. Ihr habt ja irgendwie dieses YouTube oder so gespielt. War das nix? Oder hast nicht so viel Zeit gehabt? Alter Mann ist zeitig müde. Ah, okay. Verstehe. Funke ist nicht wirklich übergesprungen. Ah, okay. Ich habe es mir auch mal angeschaut, aber es ist, glaube ich, auch nicht meins. Saftmixer, dankeschön fürs Folgen. Willkommen. Mensch, da ist mir der Haubi jetzt zuvor gekommen. Na gut. Haubi, dieser Krieg jetzt hier, dieser letzte Krieg, den wir mit dem Kaiserreich Öhü führen. Dieser Krieg ist dir gewidmet. Nee, Quatsch, ist ja noch gar nicht. Das ist hier nur die Abwehr des Nordmanns hier oben. Okay, dieser Krieg hier ist dir gewidmet. Und den werden wir hoffentlich dann auch erfolgreich hinbekommen. Wir haben schon lange nicht mehr geraidet. Macht auch keinen Sinn mehr jetzt. Also wir brauchen die Kohle nicht mehr. Entdecker aus dem Westen. Mein Abend wurde von einem betagten Entdecker in Beschlag genommen, der mir die exotischen Geschichten über seine Heldentaten auf dem Atlantik erzählen möchte. Trotz seines Alters ist der Blick aus den Augen von Knut scharf, als er mir von einem unermesslich weiten Land hoch, hoch im Norden berichtet, wo sämtliche Materie in sich zusammenfällt und keine Regeln der Natur mehr gelten. Menschen atmen so mühelos Wasser und Erde, wie sie dies sonst mit Luft tun. Monströse Wale schwimmen durch den Boden und über den Himmel und sämtliche Unterscheidungen und Trennlinien jedweder Art verlieren jegliche Bedeutung. Die kenne ich gar nicht, das Event. Auch wenn es schon spät geworden ist, scheint Knut gewillt, noch weiter zu erzählen, falls ich dich dies wünschen sollte. Das kenne ich gar nicht. Geheimnisse des Atlantiks, Diplomatie plus 3, kritischer Geist, Ränkespiel plus 3 oder Anspannung verlieren. Wir bräuchten eigentlich Anspannung verlieren. Ja, kommt gerade richtig. Wir werden nicht mehr überwandt. Wir werden hier vorne Krieg führen. Ach ja, ach so, der Twitch-Raid war gemeint. Ich dachte hier, unser Nordmann-Raid ist gemeint. Na gut. Ich wollte eigentlich zum Haubi rüber. Wer ruft mich denn schon wieder? Befreiungskrieg. Komm, ich habe jetzt keine Lust, liebe Leute. Hier wird mal abgelehnt. Der Krieg ist vorbei. Kann man dich jetzt einsperren, guter Mann? Bezahlte 0 Gold an euch. Super, oder? Richtig gut. Na gut. Ah, aber 500 Gold hat er verloren. Sehr schön. Also, wir haben noch ein bisschen Prestige jetzt bekommen von dem Lumpen. 2300. Das heißt, wir sind bereit für den letzten Krieg jetzt.
Ich habe keine Raids nicht mehr nötig, abgehobener Streamer. Genau, so ist es. Könnt ihr schon mal schauen, wen wir raiden sollen. Ihr könnt ja auch Vorschläge machen. Zum Beispiel. So, also Wessex, liebe Leute, steht auf dem Speiseplan. Der Waffenstillstand ist vorbei. Einfallen in ein Königreich. 6000 Truppen hat er. Wir nehmen Irland hier drüben, das Königreich. Und werden erstmal hier drüben das belagern und das belagern. Und das belagern und dann hier rüber. So ist der aktuelle Plan. Und wahrscheinlich die Hauptstadt erstmal nicht belagern. Ach nee, nicht so ausheben. Oh Gott. So, 1, 2, 3 Provinzen. Merp, Writing, Bull, wen habe ich noch? Zikai und Stream, den kenne ich gar nicht. Und Aratrak kenne ich auch nicht. Ich schreibe mir mal die beiden Namen auf. Ich so einfach ins Butte hinein raiden mache ich sehr ungern. Da schaue ich lieber einfach mal zu vorher vorbei. Und Aratrak. Die schaue ich mir mal so an und werde den dann folgen und dann raiden. Weil du halt immer nicht weißt, was du da, wem du da die Leute drüber schickst. So, neuer Lebenswandel. Verfestungsstufe. Ist ja wurscht. Also, wir stehen hier drin. Wir teilen uns auf und zwar auf 5er Päckchen. Gehen mal hier rein. Haben ein bisschen Verlust hier oben. Wieso das denn? Ah. Das heißt, wir gehen mal raus. Gehen hier rein. Gehen hier rüber. Und die nächsten 5 gehen noch hier rein. Ja, wobei, wir könnten ihn gleich mal schön verprügeln. Wisst ihr was? Wir werden ihn erst verprügeln, bevor wir hier irgendwo rausgehen. Damit ist er schon weg. Und wir können in Ruhe dann alles machen. Das gibt zwar jetzt auch nochmal Kriegsstand. Aber dann nervt er uns nicht mehr mit Belagerung. Auf der anderen Seite wäre es gar nicht schlecht, wenn er jetzt hier belagern würde, ehrlich gesagt. Wisst ihr was? Es ist gar nicht schlecht, wenn er belagert. Weil er dann wieder ein bisschen Kriegsstand auch macht. Das ist gar nicht verkehrt jetzt hier. So, ich auch noch. Wir müssen erst noch einen Krieg gewinnen, liebe Leute. Bevor wir ans Raiden denken. Ach, schön. Jetzt hier vielleicht, dass er die Männer noch verliert. Ah, gewinnt er leider. Freya wird erwachsen. Freya ist 2-Sterne-Verwalter. Oberhäuptling Ordot ist leider nicht beeinflusst. Schade. Hier noch ein Belagerer mit am Start. So. Dann geht's nach Südsachsen noch. Sind jetzt schon bei 49, Leute. Wir sind jetzt schon bei 62, uiuiui. Ah, ich kann nur hoffen, dass er bei uns ein bisschen anfängt zu belagern. Oh. Oh. Katholischer Herrscher, motiviert durch den Ruf zu den Waffen, den Papst Silvester ausgesprochen hat, sammelt große Scharen Zeloten um sich, um einen heiligen Krieg gegen alle Feinde ihres Glaubens in Wessex zu führen. Tagtäglich kommen mehr Fanatiker an und bald schon wird eine mächtige Armee den Krieg in unsere Lande bringen. Ei,
Eieiei. Kurz Pause. Uiuiuiui. Da müssen wir jetzt aber schnell den Krieg zu Ende bringen. Und dann den Stream zu Ende bringen. Sonst sieht man hier noch eine Niederlage. Das will ja niemand. So, wir brauchen einen neuen Ratskanzler. 10 Punkte, 19 Punkte der Ordot. Natürlich kommt jetzt der Papst daher. Also das ist ja so 5000 hier. Kann ich denn hier... Irgendjemand belagert hier sogar zurück mit 57 Leuten. So. Oh, er hat sogar verloren jetzt hier. Sehr schön. Richtig gut. Dann müssen wir ihn nicht mehr verprügeln. 700 hat er jetzt nochmal geholt. Wahrscheinlich hier die Söldner, genau. Wann ist denn der? Der ist jetzt in 13 Monaten ist der Krieg fertig. Frage ist, ob wir so schnell jetzt fertig werden. Mit dem Krieg. Ich hätte ja fast gesagt, dass wir dann hier oben verteidigen. Und hier unten dann vielleicht eine kleine Abgesandtschaft runterschicken. Und versuchen, den Papst zu fangen. Wenn das möglich wäre. Das wäre natürlich super. So, hier oben. Gleich durch. Sehr schön. Wir gehen mit euch mal hier rein. Er belagert jetzt hier oben. Das ist okay. Aber wir brauchen zu lange. Da gehen die Monate, die schmelzen nur so dahin jetzt. Jetzt komme ich hier nicht rein, weil hier noch belagert ist. Aber wir sind schon bei 90% jetzt und ich habe noch fast nichts belagert. Wir bekommen leider von Wessex nicht so viel. Ganz ehrlich, frage ich jetzt aber auch nicht mehr so danach. Weil der Punkt einfach ist, dass wir hier jetzt dann einen dicken, fetten Krieg an der Backe haben. Ich würde gerne meine Truppen noch vorher quasi zurückfahren. Bevor wir jetzt hier... Damit wir die dort ausheben können, wo die dann alle anlanden. 89. So, wir haben jetzt 100%. Wir müssten jetzt selber nicht Frieden machen. Das, was wir jetzt machen ist, wir gucken jetzt erstmal, wir haben jetzt noch 7 Monate Zeit. Solange er jetzt nicht Frieden macht. Oh, wir können die noch verkaufen. Sehr schön. Solange er jetzt nicht Frieden macht, ist alles okay. Also, du bist durch. Dann gehen wir hier raus und hier rüber. 98. Wir brauchen so viel Kohle, wie gerade noch möglich ist. So, 2500. Oh, nochmal Kohle für die Stadt von Sheffield. 362, her damit. Er belagert jetzt hier oben gleich. Jawohl, sehr schön.
Wie lange noch? 4 Monate noch. Ach, jetzt ist hier nicht belagert. Ich habe vergessen, hier oben zu belagern. Oh, ja.